Grüezi liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu den Region News von dieser Woche. Unter anderem haben wir diese Woche folgende Themen. Jahrmarkt in Stein am Rhein, Merlistadt Stein am Rhein 2011 und die Hauptübung der Feuerwehr Stein am Rhein Hemmishofen. Am letzten Mittwoch im Oktober war es wieder soweit. Der lang herbeigesehnte Jahrmarkt wurde bei Gott sei Dank sehr schönem Wetter durchgeführt. Groß und klein freuten sich über das vielfältige und farbenfrohe Angebot. An allen Ecken wurde Feines gegessen und Schönes gekauft. Und auf der Hilbi wurden vergnügliche viele Runden gedreht. Man traf überall Freunde, die man schon lange nicht mehr gesehen hat oder knüpfte neue, interessante Kontakte, an die man sich immer wieder gerne erinnert. Es war einmal mehr ein geselliges und fröhliches Erlebnis. Der nächste Jahrmarkt kommt bestimmt. Seit 10 Jahren können die Initiatoren der Merlistadt auf eine erfolgreiche, spannende, freudvolle und auch besinnliche Zeit zurückblicken. Dieses Jahr wird das Städtchen durch das weihnachtliche Lichtermeer und die Events zum Thema Frau Holle im ganzen Monat Dezember in eine Merlistadt verwandelt. Groß und klein werden märchenhafte Träume erleben und jung und alt wieder von Neuem in Staunen versetzt. Wir haben dazu mit Herrn Käser gesprochen, der OKA-Präsident der Merlistadt. Grüezi Herr Käser, gibt es in Steiermark das Jahr wieder eine Merlistadt? Auch im Jahr 2011 machen wir wieder eine Merlistadt. Es ist die 11. Merlistadt in Steiermark, die wir durchführen. Was darf der Besucher an dieser Merlistadt erwarten? Wir versuchen mit unseren Aktivitäten eine märchenhafte, vorweihnachtliche Stimmung ins Städtchen zu zaubern. Ein Märchen, das wir damals erzählen anhand von Bildern in den Schaufenstern, ist das von der Frau Holle. Wir wollen, dass Besucher sich verzaubern lassen und in eine besinnliche, ruhige Stimmung kommen. OK Merlistadt, ist das eine Eventagentur? Das OK Merlistadt besteht aus etwa einem Dutzend Leuten, die alle ehrenamtlich in der Freizeit an dieser Merlistadt arbeiten. Entstanden ist die Merlistadt eigentlich aus dem Gewerbeverein heraus. Man hat in der ruhigen Dezember, in der ruhigen Vorweihnachtszeit, wollen ein bisschen Leben ins Städtchen bringen. Das heisst, das Jahr machen wieder 24 Gewerbebetriebende mit. Das ist richtig. Es sind wieder 24 Märlebilder in den Schaufenstern von unseren Detailisten. Es sind natürlich mehr als 24 Gewerbler, die sich in der einen oder anderen Form an der Merlistadt beteiligen. Denn wir brauchen ja für unsere Merlepost auch Inserenten, Sponsoren, Preisstifter und andere Leute, die uns gewogen sind und auch mit uns wollen, Steiermark verzaubern. Wie wird Merlistadt eigentlich finanziert? Wir finanzieren uns einerseits durch Beiträge von den Läden, die mitmachen, durch die Inserat in unserer Merlepost, aber es wäre nicht möglich ohne Mithilfe von unseren Sponsoren. Denen möchte ich an dieser Stelle auch ganz herzlich danken, denn ohne die ging es absolut nicht. Was können wir speziell erwarten an dieser Merlistadt 2011? Was vielleicht ein bisschen anders ist als das letzte Jahr, ist da, dass die musikalischen Darbietungen sich vor allem aufs Wochenende konzentrieren. Wir haben im Jubiläumsjahr sehr viele Aktivitäten auch unter der Woche gehabt. Wir wollen aber eigentlich wieder ein bisschen besinnlicher werden und nicht nur immer Rambazamba haben. Das ist sicher etwas, was ein bisschen anders wird sein. Bastelaktivitäten für Kinder und so Sachen gibt es natürlich auch unter der Woche. Was dieses Jahr ganz speziell ist, ist ein historisches Dampfkarussell, das wir im Städtchen haben. Das wird gratis für Kinder laufen und wird sicher ein grosser Anziehungspunkt sein. Und das Zweite, wo ein grosser Anziehungspunkt wird sein, ist der mittelalterliche Handwerkermarkt. Den haben wir das letzte Jahr im Asylhof durchgeführt. Dort war es ein bisschen eng gewesen. Darum sind wir dieses Jahr im Vorhof vom Kloster St. Georgen, wo wir ein bisschen bessere Platzverhältnisse haben und natürlich ebenso mittelalterliche Stimmung herzaubern können. Was muss man sich unter mittelalterlichem Weihnachtsmarkt vorstellen? Es ist so, wir wollen ja nicht einen Weihnachtsmarkt machen, wie es Dutzende gibt überall. Wir wollen auch nicht unsere Geschäfte konkurrenzieren mit so einem Markt. Darum haben wir uns etwas Spezielles einfallen lassen. An dem mittelalterlichen Handwerker-Weihnachtsmarkt können Sie einerseits
Gaukler, Schausteller sehen und hören. Andererseits sehen sie mittelalterliche Handwerk, Steinmetz, Schmied und so Sachen, wo sie können bei der Arbeit zuschauen können. Und natürlich auch vielleicht hier und dort irgendein kleines Weihnachtsgeschenk kaufen. Wann ist die Eröffnung der Märlistadt und was wird am Eröffnungstag geboten? Die offizielle Eröffnung der Märlistadt ist am 1. Dezember, so Abend am 6. Dort wird die Stadtmusikstelle am Rhein spielen. Und ich empfehle allen, an der Eröffnung schon mal ein bisschen Märlistadt Luft zu schnuppern. Was für Highlights dürfen wir das Jahr erwarten? Wir haben dieses Jahr ein paar bekannte und bewährte Künstler, die kommen, aber auch ein paar neue Sachen. Bei den Sachen, wo die Leute immer sehr darauf warten, ist zum Beispiel der Freddy Odermatt, der Eiskünstler, der aus einem Eisklotz wunderbar filigrane Kunstwerk schneidet. Wir haben auch Anita und Mike mit ihren Kuhglocken, die mit ihren Glocken musizieren. Das sind Sachen, wo die Leute darauf warten. Nicht aus der Märlistadt wegzudenken ist natürlich auch das Weihnachtssingen mit der Riesinfoniker und der Auftritt von der Compagnia Rossini auf dem Rathausplatz. Das sind Sachen, wo die Leute darauf warten. Und dann haben wir auch wieder ein paar neue Sachen. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Wir haben aber uns Mühe gegeben, um auch ein paar Sachen zu verändern. Auch bei den Sachen, die für Kinder sind, gibt es ein paar Veränderungen. Die Zauberer und Märchenverzähler haben wir wieder mal andere Leute. Und da dürfen wir also sehr gespannt sein. Besten Dank, Herr Käser, für das Interview. Ich danke Ihnen. Mit einem überarbeiteten Konzept öffnete die Herbstmesse in Schaffhausen am vergangenen Mittwoch wieder ihre Tore. Mit einem zusätzlichen Haupteingang und dem neuen eingerichteten Messetreff, einem neuen Zentrum fürs Genießen und Verweilen, werden diese Tage zu einem entspannten und fröhlichen Besuch. Die Messe dauert noch bis Sonntag, den 30. Oktober. Für die kommende Legislatur in Bern wurden für den Kanton Schaffhausen die beiden Nationalräte Thomas Hurter, SVP, und Hans-Jörg Fehr, SP, wiedergewählt. Auch Ständerat Hannes Germann von der SVP wird wiedergewählt. Für den zweiten Sitz ist allerdings ein zweiter Wahlgang nötig, der am 13. November stattfindet. Eschenz erhob Einspruch gegen die Platzierung der neuen SBB-eigenen, von der Swisscom unabhängigen digitalen Antenne. Gemeindeamann Klaus Uhlmann ist enttäuscht über das Vorgehen der SBB. Man hätte nicht ein vollendetes Konzept präsentieren, sondern ein Mitspracherecht gewähren sollen. Es geht auch um die Wahrnehmung, wer diesen Mast mitten im Dorf sieht, denkt doch, in Eschenz würde ich nie wohnen wollen. Die Gemeinde habe den SBB zwei alternative Standorte im Industriequartier angeboten. Sie ist zuversichtlich, dass der Protest durchkommt. Traditionsgemäß lud die Stützpunktfeuerwehr Stein am Rhein-Hemmishofen auch in diesem Jahr zur Hauptübung ein. Die Hauptübung gab die Möglichkeit, dass alle Angehörigen der Wehr das Zusammenspiel aller Stufen üben konnten. Der erste Treffpunkt war im Fronhof. Dort wurde die Brandbekämpfung mit integrierten Rettung geübt. Weiter ging es dann in die Region Unterthur. Ein simulierter Verkehrsunfall dort mit eingeklemmter Person ist von der Unfallrettungsgruppe zu bewältigen gewesen. An der Schifflände dann wurde der Wassertransport demonstriert. Und zum Abschluss gab es auf dem Rathausplatz ein Gefahrengutereignis zu bewältigen. Die Hauptübung wurde vom scheidenden Feuerwehrkommandanten Jules Egli geführt und kommentiert. Alle interessierten Personen waren wie immer herzlich willkommen an dieser Hauptübung. Am vergangenen Dienstagnachmittag hat sich in Hofen eine Kollision zwischen einem Auto und einem Elektrofahrrad ereignet. Dabei wurde die Velofahrerin verletzt. Kurz vor 15 Uhr fuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem Elektrovelo auf der Hauptstraße von Hofen in Richtung Bibern.
Bei der Verzweigung Zentralschulhaus übersah eine 15-jährige Autolenkerin, die beabsichtigte, von Altdorf-Opfertshofen in Richtung Bibern zu fahren, die Velofahrerin. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Elektrovelo und dem Auto. Wir wurden im Restaurant Bachhus in Hemmishofen herzlich begrüßt. Das sehr gemütliche Restaurant lädt zum Verweilen ein und auch die herbstliche Speisekarte zieht unsere Blicke auf sich. Wir durften mit dem Wirt Nick Obrist ein paar Worte wechseln. Grüezi Herr Obrist, wie sind Sie dazu gekommen, vor 3 Jahren das Bachhaus in Hemmishofen zu übernehmen? Es war eine kleine Suche von mir und meiner Frau und dann haben wir ein bisschen Auswahl gehabt und wir haben das erfahren, dass in Hemmishofen das Restaurant frei ist. Und dann haben wir uns das angeschaut und haben gedacht, doch mal, das könnte es sein. Was gibt es Spezielles auf den Speisekarten im Bachhaus? Dass wir eigentlich im Frühling anfangen mit Spargeln aus der Region, mit dem hausgereichten Lachs. Im Sommer bis im Juni da sind mit Fitnesskarten, mit frischen Produkten aus der Region auch wieder. Und dann nach der Herbst natürlich mit dem Wild. Und der ist jetzt vom Hochrhein. Sie haben erst gerade kürzlich einen speziellen Whisky-Abend gehabt. Wie ist es dazu gekommen? Das war eine Idee, spontan, wo wir gedacht haben, jetzt müssen wir mal etwas machen. Wieder etwas Neues, wieder mal etwas zusammenführen, wo nicht alle den Gedanken daran verlieren. Und haben Whisky und das Essen zusammengebracht. Mit hausgeräuchtem Lachs von uns, den wir selber machen, mit geräuchten Gersten und Kleinigkeiten, die zusammengeführt worden sind. Und Marianne Stamm von Schaffhausen aus der Önothek, sie hat das interpretiert mit ihrem Whisky, den sie dazu serviert hat. Was wird es bei Ihnen im Bachhaus Neues im November geben? Wir lancieren im November nochmal ein Herbstbuffet mit dem Angebot vom ganzen Herbst und Winter. Nicht nur Wild und nicht nur Fisch, sondern alles ein wenig gemischt. Ab nächstes Jahr habt ihr im Bachhaus neue Öffnungszeiten. Wie sind die? Wir haben vom 01.01.12 Sonntag, Montag geschlossen und Dienstag, Mittwoch wieder offen. Das heisst, wir sind vom Dienstag bis am Samstag hier anwesend. Besten Dank, Herr Obrist, für das Interview. Dankeschön. Heinz der Specht lud am 29. Oktober auf der Schwanenbühne in Stein am Rhein ein. Wiederum ist dem Trio mit dem neuen Programm Schön ein Geniestreich gelungen und Ohrwurm reihte sich an Ohrwurm. Ein Besuch hat sich definitiv gelohnt. Aber auch die Klassikfans kamen am Wochenende nicht zu kurz und im besonderen Genuss mit einem Konzert des russischen Violinisten Andrei Baranov und dem litauischen Pianisten Vytis Sakuras. Die zwei außerordentlichen Musiker waren am Sonntagmorgen zu sehen und zu hören im Windlersaal im Bürgerasyl Stein am Rhein. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind die Regio-News von dieser Woche. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Es würde mich freuen, wenn wir Sie nächste Woche wieder informieren dürfen. Und jetzt viel Spass mit unserem weiteren Programm. Adieu miteinander.